Ja Leute, schön, dass ihr da eingeschaltet habt auf meinem Kanal Sascha Folgte Touren. Ich begrüße euch wieder hier ganz herzlich. Ja, das ist natürlich so eine Art Eilmeldung. Und zwar, ihr wisst ja, was im Moment los ist in der Ukraine. Ich habe mich gestern noch mit dem Nino unterhalten. Ich habe auch vorgestern das Video mir angeschaut. Gestern habe ich mir nochmal angeschaut, also zweimal habe ich mir angeschaut. Ist natürlich der Nino von dem Kanal Unterwegs mit Nino. Ich werde den auch hier oben einblenden. Der ist natürlich nach der Ukraine gefahren, hat jede Menge gesammelt oder Spenden gesammelt und ist dann mit seinem Transit, der hat den Wagen komplett vollgepackt mit einem Kumpel, das ist zum Beispiel der Mischa gewesen, da ist er mit dem nach der Ukraine gefahren und hat viele, viele, viele Sachen einem Bekannten gegeben, die natürlich die ganzen Sachen dringend brauchten, wie Benzin, Essen und, weil Benzin ist natürlich das Wichtigste da oben, gerade Diesel. Ist so eine Ukraine, Sprit, ne? Ob es Diesel ist oder Benzin, egal. Ohne Benzin läuft gar nichts, wie der Micha schon erwähnt hat im Video. Hier Grüße gehen raus, unbekannterweise vom Sascha von den Touren. Ne? Nino kennt mich. Und ja, das Video hat mich natürlich so mitgenommen und so mitgerissen. Und jetzt finde ich es super an euch beiden, Micha und Nino, dass ihr das so durchgezogen habt, dass ihr nach der Ukraine gefahren seid, dass ihr viel gespendet habt, dass ihr viel gesammelt habt an Geld, weil das kostet ja Spritkosten, es ist ja die Sachen, die ihr eingekauft habt. Der ganze Wagen war ja voll, das war ja Wahnsinn. Und ich finde einfach riesengroßen Respekt an euch beiden, also toi, toi, toi. Und das würde ich natürlich auch ein bisschen unterstützen, da wo es wirklich nur geht. Wie gesagt, ich habe in meinem letzten und vorletzten Livestream habe ich natürlich auch Geld gesammelt für die Ukraine und gewisse Abonnenten von mir haben mir natürlich auch gespendet. Ich werde natürlich spenden, ne? Elke wird natürlich auch hier spenden, das heißt, es kommt noch ein kleiner Betrag zusammen, den ich auch die Nino spenden möchte, weil Nino fährt jetzt am Samstag, fährt wieder nach der Ukraine und da braucht er natürlich ein bisschen Geld, um alles da einzukaufen, und das unterstütze ich natürlich auch Nino. Ich versuche natürlich mein Bestes. Grüße gehen raus nochmal. Ja, ich habe auf jeden Fall dem Nino Geld gespendet, beziehungsweise wir haben dem Nino Geld gespendet. Das Gute ist, ich weiß, wohin das Geld geht. Ich weiß auch wirklich, dass es nach der Ukraine geht, statt ich irgendwo Geld spende, irgendeinem Fernsehsender. Und ich weiß nie, ob die Leute es bekommen. Ihr wisst es selber. Es soll jetzt keine Unterstellung sein. Aber es wird halt viel damit Werbung gemacht und, um dieselbe Taschen voll zu machen. Gottes Willen, es soll jetzt keine Kritik sein oder so. Aber es ist halt so, wie es ist. Es gibt in so einer Situation gibt es natürlich viele, die sich selber die Taschen voll machen. Und das finde ich unter aller Sau. So, aber ich werde natürlich auch das Geld spenden in demjenigen, wo ich genau weiß, er bringt das Geld auch nach der Ukraine. Ja, wenn wir schon nicht dahin fahren, Nino macht es, vielleicht mit noch einem Kumpel, und ich bin echt froh, ich bin dankbar. Der Nino wird natürlich auch alles wieder aufnehmen und wird wieder ein Video rausbringen. Das finde ich richtig toll. Ja, Leute. Wie gesagt, der Nino, ich verlinke den Nino mal oben hier in dem Videokanal, wo der das erste Mal nach der Ukraine gefahren ist, hat auch sein Spendenkonto unten als PayPal, einen Link, wenn ihr auf den Link drauf geht, da könnt ihr natürlich auch das Geld einzahlen, ob es 2 Euro ist, 1 Euro ist, 50 Cent, 10 Cent, 5 Euro, 20 Euro, jeder Cent ist kostbar und jeder Cent ist wirklich Gold wert. Leute, meine Abonnenten draußen, es ist wirklich so ein kleiner Hilfeschrei für eine kleine Spende. Wie gesagt, ob es 1 Euro ist oder 10 Cent oder 20 Cent, geht auf den Nino auf dem Kanal, guckt euch den Film an. Ich werde den Film nochmal um hier einblenden. Ich habe hier auf jeden Fall hier links neben mir, will ich jetzt mal so einen kleinen Videoschnitt einfach mal so grob drüber schauen lassen. Guckt euch einfach mal das Video an. Ja, da fährt der Nino gerade unterwegs. Da ist der Micha. Ja, heute habe ich wieder mein Buddy mit. Da helfen sie noch den Engländer. Den helfen sie auch noch, die ganzen Sachen rausholen. Also richtig toll. Mal so. Durchfahrt verboten. Da fahren sie gerade zur Ukraine. So, Micha, aktuelle Lage. Ja. Jetzt sind sie an der Grenze. Endziel erstmal erreicht. Endziel noch nicht ganz.
aber gleich reinkommen und ja, man sieht auch jede Menge Elend draußen. Ja, und da packen sie mit einem Freund zusammen alles ein und das finde ich auch richtig klasse. Wie man sieht, er bedankt sich auch noch später. Da bedankt er sich. Also, wie gesagt, das finde ich jetzt wirklich super klasse. Also Leute, tut mir einen Gefallen, bitte spendet auf Nino sein Konto, weil er fährt nochmal am Samstag hoch nach der Ukraine und bringt nochmal jede Menge Sachen hoch. Das wäre super, 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 super lieb von euch. Und wie gesagt, an meine Abonnenten, die mir natürlich gespendet haben. Ich habe natürlich dem Nino das Geld rüber gespendet. Und ja, ich bin einfach nur froh. Zeigen. Vielen, vielen Dank auch an meine Abonnenten, die mich da auch so ein bisschen unterstützen mit der Ukraine. Vielen, vielen Dank, die mir auch gespendet haben. Super, super lieb. Hier seht ihr auch, dass ich das bezahlt habe. Hier, guck mal, da steht es auch immer drauf. Ne? Da steht alles drauf. An die Kinder und. Das ging natürlich an dem Nino. Ich werde davon einmal einen Screenshot machen und werde euch nochmal zeigen. Ja, wie gesagt, tausend Dank für die Unterstützung, dass meine Abonnenten auch wirklich ja, gemeinsam zusammenhalten. Ja, wie gesagt, Leute, lasst ein Like und ein Abo, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal, euer Verrückte Touren. Wie gesagt, das ist nur eine Eilmeldung, eine Kurzmitteilung. Und ich denke mal, wir haben heute, ich bringe heute das Video raus. Wir haben heute Donnerstag, noch 2 Tage fährt der Nino ab. Das heißt, Nino muss morgen schon einkaufen gehen. Selbst wenn das Geld dann am Sonntag drauf ist oder so, oder am Montag. Ich meine, der tankt erstmal den Wagen voll, da kommt er erstmal, was weiß ich, 1000 Kilometer hin. Wie gesagt, Ukraine ist eine weite Strecke hin und zurück, plus die Sachen noch. Bitte, bitte hilft, bitte, bitte. Und wie gesagt, Nino, ich wünsche dir viel, viel Glück und komm auch heile wieder zurück. Hau rein, dein Freund Sascha.